liebe Fuzzis und Fuzzinnen und Fuzese und Gebärende und liebe Gebärender, liebe Binnen-Is und Binnen-I-Innen. Wir sprechen heute mit einer unglaublich faszinierenden Frau. Wir sprechen mit dem Berliner Freudenmädchen Coco Lacundra, über das ich zufällig auf Podimo gestolpert bin. Zufällig. Ja, zufällig. Du wirst dich wundern, wie unser Interview laufen wird. Jetzt viel Spaß mit Coco Lacundra. Liebe Coco, herzlich willkommen bei Medienfuzzi. Es ist mir eine Freude und ein Vergnügen zugleich. Vielen Dank, dass du das mit uns machst. Ich hab dich ja entdeckt bei Podimo in deinem Podcast, bin ich über dich gestolpert, habe mir alles angehört, deswegen weiß ich schon sehr viel über dich. Und ich bin total fasziniert, wie reflektiert und wie speziell du über all deine Themen sprichst, wie du über Sexarbeit sprichst. Aber unsere Zuschauer, unsere Follower kennen dich eben noch nicht. Deswegen wäre toll, wenn du ein bisschen was über dich erzählst. Wann bist du nach Berlin gekommen? Wie bist du zu deinem Job gekommen? Und woher kommt der Name Coco Lacundra? Das hat echt schon eine lustige Geschichte. Also ich bin wie so viele als Künstlerin eigentlich nach Berlin gekommen und oder in der Hoffnung Künstlerin zu werden. Und dann hat es relativ bald mich kalt erwischt und ich war so, okay, irgendwie ist hier jede zweite Person Künstler. Und dann kam auch noch Corona. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich irgendwie Zeit und dachte mir so ganz ehrlich, ich hatte davor schon ein bisschen mit Sexarbeit begonnen. Aber dann dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich mache jetzt meine Webseite, ich springe ins kalte Wasser. Und so wurde dann die Kunsthure geboren. Das ist so meine Kunstfigur quasi, die so eine Mischung aus Kunst und Hure ist quasi. Und genau, alles gestartet, sage ich jetzt mal so. Ich möchte mit dir ja ein bisschen ein anderes Interview führen, weil natürlich interessiert mich sehr deine Sexarbeit, aber ich möchte mit dir auch über Themen sprechen wie Toleranz. Also wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, die sogar relativ aggressiv Toleranz einfordert für sehr viele Gruppen, teilweise für winzig kleine Gruppen. Zum Beispiel haben wir in Deutschland weniger als 6.000 Transmenschen und selbstverständlich muss denen geholfen werden, müssen die anerkannt werden, muss denen tolerant begegnet werden. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr kleine Gruppe, die Medien komplett beherrscht. Jetzt weiß ich, dass allein in Berlin über 8.000 Sexarbeiter sind. Und ich frage mich, hast du in letzter Zeit das gespürt, dass vielleicht auch generell die Toleranz gestiegen ist, auch euch gegenüber? Gute Frage, gutes Thema. Ich finde es natürlich super wichtig mit der Toleranz. Ich wurde da auch ein bisschen desillusioniert, als ich nach Berlin gekommen bin, weil das natürlich auch, ich dachte mir so, wow, alle sind super offen hier und sowas. Mein Empfinden ist, dass die Leute heutzutage, ja, klar sind die Leute ein bisschen offener, weil man irgendwie mehr gesehen hat. Wir sind in einer Großstadt, ist irgendwie durch die Medien, man kommt mit Lebensrealitäten, man kommt mit denen in Berührung, mit denen man vielleicht sonst nicht in Berührung gekommen wäre. Bezogen auf die Sexarbeit, ganz ehrlich, ich bin in so einer krassen Bubble und in so meinem Freundeskreis und irgendwie so die Leute, die mich da begleitet haben auf dem Weg, fühle ich mich super gut aufgehoben und ich habe die auch irgendwie mitgenommen auf dieser Reise, sage ich jetzt mal. Aber ganz generell, wenn ich dann mit den Normalos spreche, dann fällt mir auf, okay, krass, also die Leute wollen tolerant sein. Ich glaube, der Wille ist da. Man möchte irgendwie so das Label haben. Aber sie sind es nicht, weil sie einfach keinen Plan von irgendwas haben. Und es ist auch gar nicht aus einer Bosheit heraus. Die haben einfach keine Ahnung. Und deswegen ist es gar nicht möglich, meiner Meinung nach, eine gewisse Toleranz zu haben, wenn einem einfach das Wissen fehlt. So. Jetzt weiß ich speziell also, aus... Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Also im Grunde genommen, ich denke schon, dass die Gesellschaft ein bisschen offener ist, aber vor allem in Bezug auf Sexarbeit, wir haben dann einen sehr, sehr, sehr langen Weg noch vor uns, wenn das irgendwie wirklich als normaler Beruf angesehen werden soll, sehe ich noch nicht so, so viel Toleranz.
Ich weiß nämlich zum Beispiel aus deinem oder speziell aus deinem Gespräch mit dem männlichen Sexarbeiter, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Dionysos. Ja. Auch voll Schwierigkeiten, seinen Namen auszusprechen. Allerdings. Ihr habt tolle Namen. Zu meiner Zeit hießen die Leute eher Chantal oder egal. So, aber eben aus diesem Gespräch weiß ich, dass ihr teilweise Sachen erleiden müsst, die schon an dem Menschenrecht kratzen. Kannst du mal erzählen, was zum Beispiel ihm passiert ist oder was er dir erzählt hat, auch in dem Podcast? Was meinst du gerade genau? Was hat mit, er damals? Mit der Bank, mit den Banken. Ah ja. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall krass. Das war mir auch am Anfang noch überhaupt nicht bewusst, als ich noch nicht in der Sexarbeit war. Dann hatte ich irgendwann einen Artikel gelesen zu dem Thema, dass das anscheinend überall ein Problem ist, dass sexarbeitende Leute irgendwie keine Bankkonten bekommen. Und jetzt ist es ja so, dass man in Deutschland eigentlich das Recht hat auf ein Bankkonto. Absolut. Aber du hast nur ein Recht auf ein Privatkonto, also auf ein persönliches Konto. Nachdem wir aber alle, die in der Sexarbeit sind, müssen selbstständig sein und sind es. Und als Selbstständiger brauchst du halt ein Businesskonto. Nur das können dir die Banken dann verwehren, weil die sagen, ja, okay, du bist keine Privatperson, du bist ein Business quasi und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Also ich bin da in Gesprächen gesessen, wo mir die Leute ins Gesicht gelacht haben und meinten so, keine Chancen, bei allen anderen Banken kannst du es auch gleich vergessen, so. Das ist, uns zu riskant, was auch immer. Daraufhin habe ich gefragt, ja, was ist mit den ganzen Großbordellen, mit den Milliarden, die in der Pornoindustrie umgesetzt, haben die alle kein Bankkonto oder was? Darauf konnte sie mir keine Antwort geben. Also, das ist richtig krass. Und das wirkt sich natürlich auch auf alles andere aus, also auf Wohnungssuche, wenn du dann irgendwie keinen Einkommensnachweis hast oder eben kein Bankkonto, du bist ja nicht lebensfähig quasi, du wirst total ausgegrenzt. Genau, solche Sachen. Und natürlich dann auch so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen beim Arzt, dass die Leute versuchen, dich zu therapieren. Du bist jetzt zum Beispiel Hausnummer beim Zahnarzt, hast irgendwie ein Loch oder sowas und erwähnst deinen Beruf und musst dir dann gewisse Dinge anhören, die einfach nicht, wo das nicht der Raum ist. Und ich denke, ich bin hier nicht bei einer Ausstiegshilfe, aber so fühlt sich das oft an, dass dann vor allem oft Medizinpersonal versucht, einen da irgendwie rauszuholen, dieses typische, ach, ich muss dich jetzt retten. Aber ja, da gibt's schon einiges, wo mir echt auch der Mund offen stand. Könnt ihr euch eigentlich normal krankenversichern? Ja, also man kann sich normal krankenversichern und da ist es dann aber auch wieder so, es hängt von der Versicherung ab, ob die dann irgendwie sagen, sie wollen mit dir arbeiten oder nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mich noch nicht so viel unterhalten mit KollegInnen, weil ich halt so ein ich wohne in Berlin eigentlich, aber auch in Österreich und deswegen ist bei meiner Versicherung ein bisschen anders, weil ich eben da das österreichische System habe. Aber an sich kann man sich ganz normal krankenversichern, genau. Weil all das müsste eigentlich selbstverständlich sein, weil Sexarbeit, wie wir alle wissen, ist ja ein völlig legaler Beruf in Deutschland, der, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, der geschätzt 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr erbringt, auf die Steuern gezahlt werden. Das heißt, der Staat verdient Hunderte von Millionen an Steuern mit euch, mit Sexarbeit. Hast du das Gefühl, du kriegst irgendwas vom Staat zurück für dieses Geld? Schwierig. Also, erstens mal, ich glaube, das ist so, es ist, glaube ich, der Umsatz wirklich durch Sexarbeit ist mindestens das Fünffache, wenn nicht sogar mehr. Und auch, was meintest du vorhin, 8000 Sexarbeitende gibt es in Berlin oder was war das für eine Zahl? Ja, hab ich mir ergoogelt. Ich kenne sie nicht alle persönlich. Kenne ich alle, deswegen muss es mehr geben. Also, es klingt extremst wenig. Ich glaube, es gibt unfassbar viele. Ob uns der Staat was zurückgibt, schwierig. Ich meine, es gibt ja seit 2017 dieses Prostitutionsschutzgesetz, nennt sich das. Das besagt, dass sich jeder Prostituierte sich anmelden muss und sich einer sogenannten Gesundheitsberatung unterziehen muss. Was so klingt, als würde man da irgendwie irgendwelche Tests machen oder so, aber das also ist einfach nur so ein kurzes Gespräch. Dann bekommst du so eine Karte und bist dann registriert. Das wurde angeblich eingeführt zum Schutz,
zum Schutz von uns. Was im Endeffekt passiert ist, dass erstens mal Leute, die irgendwie kein Deutsch sprechen oder ja genau einfach nicht von hier sind und vielleicht einfach sich nicht so gut auskennen, wissen erstens mal gar nicht, dass es existiert. Und zweitens mal vielleicht haben sie irgendwie eine Sprachbarriere. So, ich meine, dort gibt es auch Leute, die übersetzen und sowas. Aber das ist halt, mit Schutz hat es eigentlich wenig zu tun. Und was passiert ist, dass es total, dass wir halt sehr gespalten werden. Und es gibt zwar diesen offiziellen Part von Sexarbeitern, ich bin auch angemeldet zum Beispiel, aber ob das ein Vorteil ist, denke ich eher nicht. Was aber gut ist, ist, dass es schon einen kleinen Austausch gibt. Also zum Beispiel wird dieses Gesetz jetzt auch reformiert und wird hoffentlich besser werden. Und da sind dann schon auch Sexarbeitende eingeladen, um irgendwie mitzureden quasi und irgendwie so ihre, ja, wirklich Lebensrealität und so ihre Lebensrealität da einfließen zu lassen. Genau, aber an sich habe ich das Gefühl, so viel vom Staat, so bekommen wir nicht zurück. So könnte man schlauer machen. Also es gibt quasi Lobbyisten oder Menschen, die sich für eure Rechte einsetzen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Aktivisten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, von wann wird man vom Aktivist zum Lobbyist, so, was ist irgendwie so der Übergang? Also Aktivisten, glaube ich, kleben sich irgendwo hin und Lobbyisten sprechen mehr. Ich glaube, das ist der Unterschied. Vielleicht sollten wir einfach anfangen, die Penisse von irgendwelchen wichtigen Politikern festzukleben und dann gucken, so eine Kollaboration von Sexarbeit und Klimadings. Wer weiß? Ich glaube, das würde auf jeden Fall eine Diskussion sehr beschleunigen, wenn ein Körperteil festgeklebt wird. Okay, aber um deine Frage zu beantworten, es gibt definitiv Leute, die sich einsetzen und es gibt zum Beispiel den BESD, das ist der Bund quasi von Sexarbeitenden. Gibt es, glaube ich, auch schon seit über 10 Jahren. Nagel mich nicht fest auf diese Zeitangabe. Und genau, da gibt es die Johanna Weber, das ist zum Beispiel die politische Sprecherin. Und es gibt so ein paar Personen, die auf jeden Fall auch sich da viel einsetzen und auch von Seiten der Politik zu Rate gezogen wird. Genau, die gibt's. Würdest du zum Beispiel eine Ausbildung für Sexarbeiter empfehlen? Oder gibt es sowas schon? Oh mein Gott, ich muss sagen, das ist ein bisschen mein heimlicher Traum. Und ich hoffe, irgendwann wird es noch passieren. Ich würde es lieben, einfach so eine Sexschule quasi zu haben und eben dann wirklich so, von mir aus können da auch normale Menschen hingehen und irgendwie so eine, aus Interesse sich da ausbilden lassen. Aber ja, 100%. Also es gibt für jeden Beruf eine Ausbildung und nur für Sexarbeit nicht. Und so, jetzt wenn wir zum Beispiel, Sexarbeit ist ja ein Riesenthema, wenn wir zum Beispiel Prostitution nehmen. Es gibt so vieles, was man da beachten muss. Es gibt so vieles, was man irgendwie lernen kann. Also ich fände es mega. Bisher bilden wir uns alle irgendwie selber aus. So, ich sage immer, jede Hure hat so eine Hurenmama, die einem irgendwie alles beibringt. Und es ist wirklich so, weil du brauchst von irgendwoher diese Infos. Und ich fände Ausbildungen mega. Also ich hoffe, dass das früher oder später passiert. Ich habe deinen Podcast gehört mit der Domina. Und, und danach habe ich mir gedacht, also Dominas brauchen definitiv eine Ausbildung, weil sonst wird es lebensgefährlich. Ja, das stimmt. Und das ist auch die einzige Sache, wo es wirklich eine Ausbildung gibt. Also Domina-Ausbildungen, die gibt es. Und die sind aber halt alle nicht, die sind nicht irgendwie staatlich anerkannt oder wirklich offizielle Ausbildungen, sondern da gehst du halt in ein Studio und lässt dich halt von einer anderen Domina ausbilden. Genau, das ist irgendwie so das Einzige, was es gibt. Und ja, das ist relativ wichtig. Also wenn du da irgendwelche Leute auspeitscht und so, das ist vielleicht noch das Milde, oder die in irgendwelche Geräte reinklemmst, was auch immer da alles passiert, da kann man schon sich verletzen. Ja, ich kenne da auch ein paar Leute, die sich schon verletzt haben. Also es ist echt nicht so ohne. Und dann habe ich auch gelernt, oder beziehungsweise ich habe auch gesehen, du hast eine extrem professionelle Homepage. Du bist auf Social Media super fit. Du hast diesen Podcast. Alles Fähigkeiten, die wahrlich nicht jeder hat. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du in naher Zukunft einen Bürojob machen möchtest. Aber wenn du dich jemals irgendwo bewerben würdest, würdest du in deinen Lebenslauf schreiben, was du bisher gemacht hast? Oh, das ist echt eine gute Frage.
wie du sagst, 9-to-5, irgendwie so Standardjob, ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Vor allem irgendwie einen Chef oder eine Chefin zu haben, geht gar nicht. Also ich glaube, ich werde einfach selbstständig bleiben. Aber an sich, es gibt zwei, wie sagt man, zwei Herzenschläge in meiner Brust. Einmal dieses naive, idealistische Herz, was sagt, ja klar sage ich das. Und ja klar sage ich, was ich gemacht habe. Weil, wie du sagst, man hat krasse Skills, die man entwickelt. Irgendwie so was persönliche, was Kommunikation angeht, auch irgendwie so, meiner Meinung nach hat es mir total irgendwie so mit meiner Persönlichkeitsentwicklung einfach geholfen. Aber wirklich, Social Skills ist so das Krasseste, was man da, finde ich, lernt. Und das braucht man halt für viele Berufe. Also jetzt auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Sales gehen willst, musst du ja auch krass gut kommunizieren können und sowas. Deswegen wäre es eigentlich total sinnvoll, das zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob du den Job dann kriegst. Ne? Ich glaube, realistisch betrachtet würde man es nicht reinschreiben. Aber das ist aus der traurigen Realität, die jetzt gerade noch der Fall ist. Und es wird sich hoffentlich ändern. Aber aktuell würde ich es, glaube ich, nicht reinschreiben, wenn ich den Job wirklich will. Wenn ich es nicht leisten kann, dann würde ich sagen, ich schreibe es rein und sagen so, hey, ich habe keinen Bock für jemanden zu arbeiten, der irgendwie mich da ausschließen würde, nur weil ich das gemacht habe. Aber wenn ich wirklich den Job brauche und sowas, dann würde ich es nicht sagen, ganz ehrlich. Und ich habe auch gehört, du hast mal ein Radiointerview gegeben, wo du auch komplett dein Herz geöffnet hast und erzählt hast und ausgepackt hast. Und danach hat man dir aber gesagt, fantastisches Interview, aber du kannst ja kein Maßstab sein. Du bist so privilegiert. Also ich denke auch wirklich, dass du außergewöhnlich bist. Und ich kenne mich aber definitiv nicht so gut aus wie du in deiner Bubble, in deiner Branche. Aber warum haben die gedacht, dass du privilegiert bist? Das war so schlimm. Ich gebe wirklich dieses ganze Interview eine Stunde lang und am Ende, ich weiß gerade nicht mehr, ob das noch drin war oder ob das dann off record war quasi, meinten die so, ja, cooles Interview, aber ich glaub's dir irgendwie, ich glaub dir quasi kein Wort so und irgendwo ist ein Haken und du bist doch irgendwie gestört. So, das haben die dann am Ende noch gesagt. Ich meinte so, ach, danke. Danke für die restliche Stunde Zeit, wo anscheinend nichts rübergekommen ist. Ja, ich weiß, woher das kommt mit dem privilegiert so. Ich bin ja auch privilegiert so. Ich meine, die meisten Leute in Deutschland sind super privilegiert so. Wo die Frage ist, worin sehe ich die Privilegien? Meiner Meinung nach Bildung, Frieden, Wohnraum, Sozialversicherung, das sind alles krasse Privilegien. Dann kommen natürlich auch irgendwie solche Sachen, also so andere Sachen dazu, irgendwie weiß, so Hautfarbe oder was auch immer. Ich bin privilegiert von dem her. Ich habe sehr viele Dinge. Und auch, sage ich jetzt mal, in der Branche von der Sexarbeit bin ich privilegiert dahingehend, dass meine Honorare sehr hoch sind. Ich mir meine Kunden, ich habe keinen finanziellen Druck. Und klar, das sind alles nur Vorteile. Und ich glaube, deswegen passiert es dann den Leuten leicht, dass sie sagen so, ah ja, du kannst dir jeden Kunden aussuchen, du kannst dir deine Preise aussuchen und alles andere. Du bist super privilegiert und deswegen zählt deine Meinung nicht. Was die Leute aber nicht sehen, ist, dass das bei jedem anderen Job ist das eigentlich the bare minimum. So, das ist ja die Basis, dass ich mir aussuchen kann, wann, wo, wie ich arbeite. Das heißt, die, wo wir sagen, dass die nicht privilegiert sind in der Sexarbeit, sind ganz oft einfach Menschen, wo, ja, Arbeitsrechte quasi gebraucht werden und wo wirklich einfach so die Umstände nicht cool sind, aber nicht der Job an sich ist irgendwie das Problem, sondern halt wirklich, also es ist wirklich Arbeitsrecht. Genau, von dem her, ich verstehe total, was die Leute damit meinen, aber im Endeffekt, wenn man das jetzt auf das Geld bezieht, ich habe für 50 Euro in der Stunde Sexarbeit und für 500 Euro in der Stunde Sexarbeit gemacht. Und die Erfahrungen, die ich da mache, sind sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist tatsächlich irgendwie das Geld, was ich am Ende habe. Aber dass man mir jetzt quasi absprechen will, dass ich irgendwie darüber rede, finde ich halt Bullshit. Weil im Endeffekt, wie gesagt, ich habe diese Erfahrung, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, worauf es ankommt. Und man braucht vor allem da... sorry für den Monolog, ich muss das noch kurz fertig sagen. Nee, kann man nicht. Aber man braucht
Hier braucht man Privilegien, um was zu sagen, weil angenommen, also es ist für mich auch ein Privileg, einen stabilen Freundeskreis und irgendwie Familie zu haben. Wenn ich das zum Beispiel nicht habe und ich Angst habe, dass die mich verstoßen und ich alleine dastehe, wenn ich denen sage, was meine Arbeit ist, ja klar, dann spreche ich nicht darüber. Das heißt, es braucht Leute wie mich, die dieses soziale Umfeld haben, die diese Sicherheit haben, die dann sagen, okay, ganz ehrlich, ich nehme das jetzt in Kauf, weil ich es mir gerade leisten kann, Hass oder was auch immer abzubekommen. Genau, und deswegen mache ich es auch. Und deswegen werde ich auch weiterhin sagen, also so werde ich auch weiterhin auch die Meinung von denen vertreten, die weniger verdienen oder was auch immer, weil es darauf nicht ankommt. Das ist ja einfach, also für mich kommt es einfach auf die Branche und auf den Job an und da vereint uns sehr vieles. Aber sind deine Kolleginnen und Kollegen, sind die auch so wie du? Können die alle so gut sprechen? Haben die diese Skills, Social Media? Wir sind schon alles so ein bisschen so kleine Wundermaschinen, würde ich sagen. Also ich bin schon fasziniert teilweise, wenn ich mir die Leute angucke in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch so das Alter angucke, also so meine Freunde, die meisten sind in meinem Alter, Anfang 20. Und da gibt es sehr, sehr viele, die halt so am Anfang ihres Lebens stehen. Ist ja auch voll okay, am Anfang ihrer Karriere und sowas. Und die Leute, die Sexarbeit machen, das habe ich ganz oft beobachtet, die haben halt schon krasse Skills entwickelt, die gefühlt andere vielleicht mit 35 haben oder so, weil du halt gezwungen bist, dadurch, dass dir niemand hilft, bist du halt gezwungen, alles allein zu machen. Das heißt, du machst irgendwie deine Steuer alleine, du machst dein Marketing alleine, du machst PR, wenn du sowas auch machst, das machst du auch alleine. Du machst eigentlich alles, was ein Riesenunternehmen, wo es 10 Jobs dafür gibt, machst du halt für dich. Und dadurch lernst du halt auch mehr. Deswegen, ich denke schon, dass dadurch so ein paar Fähigkeiten dazukommen. Und ich bin oft sehr fasziniert von meinen KollegInnen, also was die so machen alles und was sie so können, ja. Also wie gesagt, das bin ich auch speziell von deinen Gästen, die du in deinem Podcast hast. Das waren bisher alles unglaublich eloquente, schillernde Persönlichkeiten, denen man auch wahnsinnig gern zugehört hat. Aber wir müssen auch, und weil man würde uns angreifen, wenn wir es nicht täten, über eventuelle Schattenseiten der Sexarbeit sprechen. Ja. Was sind die Gefahren, was sind die Probleme, was ist dir vielleicht schon passiert bei deinem Job? Ja, ich finde es auch eine gute und wichtige Frage. Wovor viele Sexarbeiter, glaube ich, Angst haben und was ich selber auch total nachvollziehen kann, ist, dass, weil wir so oft irgendwie darum kämpfen müssen, um so eine Daseinsberechtigung, dass wenn man dann irgendwie darüber spricht, was nicht gut läuft, dann ist es ganz oft für deinen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin gefundenes Fressen und die sind so, aha, also du hast hier ja irgendeinen Scheiß erlebt oder was auch immer, und quasi das ist der Beweis, dass du diesen Job nicht machen solltest oder dass der schlecht für dich ist und sowas. Also wir haben einfach so oft, mussten wir uns verteidigen und sagen so, hey, nein, ich bin nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Weg abgekommen, das ist mein Weg, ich habe den gefunden, ich will diesen Weg gehen, dass man dann manchmal Angst hat, darüber zu sprechen, was schlecht läuft, so, weil du Angst hast, dass es dann irgendwie gegen dich verwendet wird. Aber klar, also es gibt viele Sachen, die nicht gut laufen, das eben wieder zurückzukommen auf diese Arbeitsrechte sind das meistens. Also ob das jetzt irgendwelche Bordelle sind, wo Vorgaben gemacht werden oder irgendwie die Leute gedrängt werden, irgendwas zu machen. So, ja, das gibt's. Und das ist absolut scheiße. Und dafür sollte man sich einsetzen. Das auf jeden Fall, also es gibt Orte, wo schlechte Arbeitsbedingungen sind. Das ist irgendwie Teil so dieser Schattenseite. Und das Problem ist, dass wenn es niemand vormacht, wie es richtig geht, dann wird es auch so bleiben. Also ich glaube, es müsste halt so ein paar Vorzeigebordelle mal geben oder Vorzeige-Escort-Agenturen oder eben auch, wenn es einfach Leute, die independent für sich selbst arbeiten, dass man Vorbilder hat oder Beispiele, wie es eigentlich laufen sollte, dass man sich daran messen kann, dass auch die anderen ArbeiterInnen irgendwie sich daran messen können. Also das ist auf jeden Fall ein Problempunkt. Dann natürlich die ständige Angst zu haben, dass das jetzt jederzeit wieder kriminalisiert wird. Das ist auch ein Stresspunkt, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn du nicht eben dir sicher bist, dass du das für immer machen willst oder dass du vielleicht irgendwann vielleicht einen Job machen willst, wo das dann dir schlecht gewertet wird, wenn du mal in der Sexarbeit warst, dann
führst du ganz schnell eine Art Doppelleben. Ich habe auch längere Zeit lang ein Doppelleben geführt, wo niemand es weiß. Ich meine, ich hatte trotzdem immer ein, zwei Freundinnen, aber viele haben wirklich niemanden und führen dann ein Doppelleben. Das kann psychisch extrem anstrengend sein. Das ist auf jeden Fall eine große Schattenseite. Und ja, was noch? Also zum Beispiel, du bist ja verständlich allein mit deinen Kunden und wie, wenn eine unangenehme Situation entsteht, hast du dann eine Art Sicherheitsnetz? Hast du einen jemand, der dich beschützt oder sowas? Ja, also das ist auf jeden Fall auch irgendwie für andere Leute vielleicht sinnvoll, das dir irgendwie denen mitzugeben. Es gibt in Berlin Anlaufstellen und Kontakte und so. Wir haben zum Beispiel Telegram-Gruppen, wo wir uns austauschen, wo wir einfach connected sind. Und da kannst du zum Beispiel jederzeit reinschreiben, hey, also wir nennen das Safe Call und das habe ich immer. Also immer, wenn ich ein Date habe, auch privat übrigens, wenn ich jetzt ein Tinder-Date habe, mache ich das mittlerweile, weil da kann ja auch was passieren. Genau, dass ich immer jemanden schreibe, hey, da und da bin ich, von der und der Uhrzeit, das und das sind die Daten von der Person und vielleicht geht es gegen Datenschutzrichtlinien, aber ganz ehrlich, da ist mir irgendwie mein eigener Schutz wichtiger in dem Moment. Und da geht es wirklich einfach darum, dass eine andere Person weiß, mit wem ich bin, wo ich bin und wenn ich mich dann und dann nicht gemeldet habe, was ist dann zu tun. Also dann rufen die mich halt ein paar Mal an, wenn ich mich dann nicht melde, rufen sie vielleicht noch die Person an und dann rufen wir die Polizei an. Ist Gott sei Dank noch nie passiert. Aber also so ein, dass jemand im Hintergrund weiß, wo man ist schon sehr, sehr wichtig. Also ob das jetzt eine Freundin ist oder dein Freund oder wer auch immer so. Du hast also private Tinder-Dates? Ja. Und wenige, aber ich habe sie. Ja, und warum wenige? Weil du von Anfang an sagst, was du beruflich machst und die Männer dann oder die Leute dann abspringen? Oder warum wenige? Nee, also ich kommuniziere das dann doch relativ schnell. Deswegen, da ist man dann schnell aussortiert, wenn man irgendwie damit ein Problem hat. Oft stellt sich das aber erst auch nach einer Zeit heraus, dass man irgendwie damit ein Problem hat. Also es ist irgendwie auch ein anderer, ist auch schwierig. Warum es nicht so viele sind, also ich bin ein Happy Single, muss ich sagen, und ich bin sexuell befriedigt durch meinen Job. So klar ist nicht jeder Job, den ich mache, irgendwie sexuell so super toll für mich, aber ich habe sehr viel guten Sex in meiner Arbeit und deswegen irgendwie so dieses Casual-Sex-Bedürfnis ist bei mir so befriedigt. Das heißt, warum ich jetzt date, ist, weil ich wirklich einen Menschen interessant finde oder so. Und genau, da gibt's einfach, also es gibt viele Leute, die auf Tinder und sowas nach Sex suchen, aber es interessiert mich dann halt einfach nicht so sehr. Und deswegen, also ich treffe dann wirklich Leute, die mich mega interessieren auf persönlicher Ebene. Und die finde ich leider nicht so oft. Also meldet euch gerne. Okay, verstehe. Also wenn du sagst, du bist da quasi so zufrieden und ausgelastet, dann bedeutet das ja aber auch, dass, nein, anders. Ich habe von der Girlfriend Experience gehört durch dich das erste Mal. Und das für mich als großen Romantiker klang das sehr toll. Aber dann habe ich mir überlegt, Girlfriend Experience bedeutet ja eigentlich, dass du dann nicht nur eine einseitige Dienstleistung erbringst, sondern dass du auch quasi von deinem Boyfriend auf Zeit auch, dass der sich genauso bemüht wie du. Ja, schon. Ist jetzt nicht zu 100% immer so, sage ich jetzt mal. Und es ist auch, also bei jedem Date, die Leute denken immer, es ist so ein krasser Unterschied. Ich sage immer, der einzige Unterschied ist wirklich, dass ich nicht nach einer Beziehung ausschaue und dass jeder weiß, dass es zeitlich begrenzt ist. Aber an sich ist das Date ein sehr, sehr normales Date, wie ich sonst das privat eben auch hätte. Und klar, also ich weiß gar nicht, woher der Gedanke kommt, dass irgendwie Männer, die zu Prostituierten gehen, irgendwie die wie Scheiße behandeln, so. Weil das Ding ist, fast diese Zahlen sind immer ein bisschen schwierig. Aber man sagt ja so, jeder dritte Mann beim Laufe seines Lebens mindestens einmal bei einer Prostituierten.
Und auch wenn ich mir meine Kunden anschaue, das sind die absoluten Durchschnitts-Everyday-Männer, die du überall triffst. Das sind alle, das sind die Verkäufer, das sind irgendwelche Business-Leute, das sind Lehrer, das sind wirklich einfach normale Durchschnittsmänner. Und dann würde ich mir denken, so ja, okay, aber wenn die quasi, also dann müssten die ja jeden immer so scheiße behandeln, aber dass man dann quasi sagt, ah, ich gehe jetzt zu einer Prostituierten und plötzlich lasse ich jetzt einen Teil von mir raus, den ich sonst nie zeige und behandle die wie Dreck, das stimmt halt einfach nicht. Also entweder du bist ein Arschloch oder du bist keins. Wenn du keins bist und zu einer Prostituierten gehst, dann hast du da ein ganz normales Date, wie jedes andere auch. Nur, dass du vielleicht ein bisschen dir sicherer sein kannst, dass es am Ende Sex geben wird, als vielleicht auf einem privaten Date, wo du es nicht ganz sicher weißt. Ja, sehr viele Kunden legen sehr Wert darauf. Also ich glaube, ist auch ein bisschen mein Marketing, dass, oder ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich die einfach an, die Kunden, ich weiß nicht, aber viele sind schon auch so Frauenverehrer, sage ich jetzt mal, und die auch Feministen. Und klar, die verehren mich dann auch. Und für den Moment bin ich eben so diese Traumfreundin. Und es ist vielleicht sogar noch ein Ticken irgendwie alles so ein bisschen erotischer oder auch einfach so spaßiger als in einer echten Beziehung, weil du halt die ganzen Probleme, du hast diese ganzen Lasten nicht dabei. Und klar, es ist ein bisschen Illusion und so ein Spiel damit. Aber ja, also ich komme auf meine Kosten, sagen wir mal so. Und okay. Viele Leute gehen. Also viele Leute finden ja auch Befriedigung daraus, anderen Befriedigung zu geben. So. Deswegen, da finde ich auf jeden Fall immer gut, dass so ist. Aber wie läuft so eine Girlfriend-Experience denn genau ab? Ich frage für einen Freund. Also grundsätzlich, das ist einfach so ein Escort-Begriff, ganz ehrlich. Also Girlfriend-Experience gibt es und dann gibt es auch Pornstar-Experience. Das biete ich zum Beispiel nicht an, aber viele andere. Und da ist es halt so, okay, ich denke irgendwie, ich würde gerne mal Sex haben wie in irgendwelchen Pornos. Ich meine, wir alle, jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger Sex hat, weiß, dass man nicht so Sex hat wie in den meisten Pornos. Aber es gibt halt Leute, die Lust drauf haben. Dann gibt es das und eben so das Gegenstück ist quasi so diese Girlfriend-Experience. Das bedeutet einfach nur, dass die Leute, die zu mir kommen, sich einfach wünschen, dass man wie so eine Beziehung erlebt für den Moment. Also klar, wenn du dich noch gar nicht kennst, ist es ein bisschen schwierig so und man muss sich erstmal ein bisschen kennenlernen, weil man ja noch fremd ist. Aber mein Ziel ist es dann, okay, wie kann ich so schnell wie möglich irgendwie einen angenehmen Space kreieren für die Person, dass die sich wohlfühlt, dass wir gemeinsam lachen können, dass wir Arm in Arm auf der Couch liegen und essen. Also wirklich beziehungsmäßig. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber manche Girlfriend Experiences gehen so weit, dass die Leute vor mir furzen, weißt du, und sich nicht dafür schämen, weil wir einfach so, wenn man sich schon so gut kennt, also man baut dann wirklich eine Art von Beziehung auf. Und genau, die Idee ist einfach, dass es wie eine Girlfriend-Erfahrung ist, dass es sich so anfühlt, als wäre ich jetzt gerade mit meinem Freund, mit meiner Freundin. Wir chillen vielleicht ein bisschen am Sofa, wir gucken ein bisschen was, wir haben Sex, wir essen was, wir reden. Also wirklich wie in einer Beziehung, aber ohne Verpflichtungen danach. So, wir haben noch eine Minute circa. Deswegen eine ganz wichtige Frage. Ich habe deine Preise gesehen, ja, deine Honorare. Ich wollte fragen, gibst du älteren, kurzsichtigen Herren auch Rabatt? Können wir das off-camera besprechen? Oder Mengenrabatt. Ein Mengenrabatt. Du, wer weiß, vielleicht kann man sich ja einig werden. Alles klar, Coco. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist in meinen Augen wirklich eine außergewöhnliche Frau. Und ich glaube, dass du wirklich auch unglaublich viel tust für dieses Thema. Und ich kann jedem nur empfehlen, deinen Podcast zu hören oder sich deine Homepage anzuschauen. Und mal zu einer zu gehen. Absolut. Und dein Instagram. Wir blenden das alles ein. Danke für die Einladung. Ich danke dir. Gemacht. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Liebe Fuzis und Fuzinnen, das war Cocola Kundra, eine faszinierende Frau. Schaut sie euch an auf Podimo oder überall, wo es Podcasts gibt. Geht auf ihre Homepage kunsttouren.com, Cocola Kundra. Und schreibt uns in die Kommentare, wollt ihr mehr solche Interviews haben? Ich würde mich freuen. Dann rede ich mit allen Freudenmädchen und Freudenjungen in Berlin. Aber vergesst niemals, alle Menschen wollen dasselbe. Was war das nochmal? Also, Frieden, Kuscheln, Liebe machen. Peace. Sobald uns 6000 Leute folgen, schicke ich eine Wutrede an ARD und ZDF.